Hallo und willkommen zurück bei Elex 2. Goliaths Regeln. Falsche Lehren unter dem Volk zu verarbeiten ist verboten. Das Benutzen von Techniken ist untersagt und wird umgehend eingesammelt. Mana darf nicht vergeudet werden. Freie Menschen ist Schutz zu gewähren. Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder Erlaubnis anzuzapfen ist strengstens verboten. Ohne Erlaubnis anzuzapfen. Oh. Ein schwarzer Lotus. So, wer wohnt denn hier jetzt drin? Moin. Oh, ich würde ja so gern so viel Treibstoff klauen, ne? Aber wir sind ja ein ehrenwerter Mann. Ich würde aber gern mal was ausprobieren. Zerstörung wurde nicht gesenkt. Ich kann jetzt nicht. Er hat ja gedacht, Zerstörung wird gesenkt. Oh nein, er hat was gestohlen. Warum? Da stand kein Name drauf. Es hat niemanden gehört. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe gesündigt. Was soll ich jetzt tun? Ich muss ihn zurückgeben. Hey, du! Komm mal her! Ja, gleich. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Was ist los, Kollege? Wolf. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Dein Daddy. Mein Name ist Jax. Gut. Nächste Frage. Zu welcher Fraktion gehörst du? Ich gehöre niemandem an. Und das ist auch die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Wir werden sehen. Ich behalte dich im Auge. Fragst du jeden so aus? Wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir haben hier einige Leute im Fort, die uns nicht ganz wohlgesonnen sind. Da du ehrlich zu mir warst, zähle ich dich mal nicht dazu. So oder so müssen wir diese Leute finden. Wir können uns nicht noch mehr Unruhe im Fort erlauben. Redest du von den Outlaws? Natürlich. Ich bin sicher, diese Typen sind für den Anschlag auf Red verantwortlich. Ist dir nicht die Propaganda aufgefallen, die sie ja überall im Fort verteilen? Die ist mir auch schon aufgefallen. Ist ja auch schwer zu übersehen. Immerhin fliegen die Dinger hier überall herum. Warlord Red duldet keine Propaganda in seiner Stadt. Er hat mir den Auftrag gegeben, dem ein Ende zu bereiten. Und du wirst mir dabei helfen. Warum sollte ich? Ich brauche jemand Außenstehenden, der mir bei den Ermittlungen hilft. Jemand, der nicht sonderlich auffällt. Außerdem solltest du dich geehrt fühlen, mir bei den Ermittlungen helfen zu dürfen. Es wird auch nicht zu deinem Schaden sein. Wenn wir das lösen, können wir das obere Viertel wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Also, hilfst du mir bei meinen Ermittlungen? Ja. Sehr gut. Dann lass uns mal loslegen. Was weißt du über den Anschlag auf Red? Hat Fenris dir nichts erzählt? Ich gebe dir mal die Kurzzusammenfassung. Die Outlaws haben eine Bombe ins obere Viertel geschmuggelt. Der Anschlag ist schiefgegangen. Red hat dort alles abgeriegelt und lässt jetzt nur noch vertrauenswürdige Leute ins obere Viertel. Seitdem ist überall im Fort diese Propaganda aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Das könnte auch einfach ein abgekartetes Spiel sein, einfach nur um die Outlaws rauszuhaten. Wie finden wir die Quelle der Outlaw-Propaganda? Wir haben nur die offensichtlichen Hinweise, die die Täter uns hinterlassen haben. Und die wären? Hier, nimm diesen Flugzettel. Und mit diesen Nägeln haben sie die Dinger befestigt. Sieh dir die Sachen mal an. Bin gespannt, ob wir die gleichen Schlüsse ziehen. Ah,
habe ich viele Zigaretten. Die Frage ist, wo? Hier ist der Nagel. Die Hammerspuren eines Schmieds entdecken. Er scheint nicht industriell hergestellt worden zu sein. Also ein Schmied hat die hergestellt. Okay. Und der Zettel. Ich meine, wir kennen den Zettel, wacht auf. Aber das ist der Missionsgegenstand. Auf der Rückseite einer Getränkekarte. Wegen der Hinweise. Hast du dir die Propaganda und den Nagel angesehen? Der Nagel sieht geschmiedet aus. Gut, das ist mir auch aufgefallen. Und was sagst du zum Propagandazettel? Der Zettel hat eine interessante Rückseite. Allerdings, das gibt uns einen echten Anhaltspunkt, wo wir die Suche beginnen können. Dir ist bei beidem das Gleiche aufgefallen wie mir. Der geschmiedete Nagel und dass die Propaganda auf der Rückseite einer Getränkekarte geschrieben wurde. Du bist auf Zack, das gefällt mir. Durch diese beiden Fakten drängen sich mir zwei Verdächtige auf. Chloe, die Besitzerin der Kneipe, und Lasse, der Schmied. Sie beide könnten etwas damit zu tun haben. Einer Wache würden sie nichts erzählen, aber du bist keiner von uns. Dir könnten sie vertrauen. Ich will, dass du sie beide befragst. Während du das machst, werde ich beobachten, wer so in Chloes Kneipe ein- und ausgeht. Alles verstanden? Ja. Sehr schön. Wir sehen uns, wenn du mit den beiden geredet hast. Wird immer mehr. Vielleicht finde ich aber auch noch andere Hinweise. Es müsste eigentlich so einen Buff geben, wenn man an einem Herd arbeitet. Das ist aber ein schön großes Haus. Wollte ich mir mal gerade anmerken. Huch. So, da waren die Händler. Ich wollte aber mal hier rein noch reingehen. Mal ein bisschen Mana sammeln. Hallo. Ich kann jetzt nicht. Okay. Hier ist ja gar nichts, keiner von denen. Na gut, komm, wir gehen nochmal zu Chloe. Dann reden wir gerade mal mit ihr. Gucken mal, ob der kleine Bengel wieder da ist. Nein, ist er nicht. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Komm spät. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Hast du das hier schon einmal gesehen? Das ist doch einer dieser Zettel, die Werbung für Baxters Truppe machen soll, oder? Ja. Und was soll ich damit? Das sind deine Getränkekarten. Das erklärt einiges. Und was? Ich hab mich schon gewundert, warum jemand meine Getränkekarten klaut. Ich muss dauernd neue machen lassen. War schon kurz davor, die Preise einfach nur noch ans schwarze Brett zu schreiben. Wurde mir langsam echt zu dumm. Allerdings sind schon bestimmt seit einer Woche keine Karten mehr verschwunden.
Hier wirst du die Schuldigen also vermutlich nicht finden. War's das? Ich mach dann mal weiter. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen kann. Wirst wohl weitersuchen müssen. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Dann trink nicht so viel. Ach so, ich wollte ja noch jagen skillen, ne? Der Schmied ist da oben. Auf dieser anderen Seite waren wir noch gar nicht, ne? Aber ich wollte jetzt... Ja, mit Wolf reden wir noch... Oder kann ich dem schon mal berichten? Ich habe mit Chloe gesprochen. Hast du herausbekommen, ob Chloe was mit den Propagandabriefen zu tun hat? Sie behauptet, die Getränkekarten wurden ihr gestohlen. Sie hatte sich sogar schon überlegt, die Karten ganz abzuschaffen, damit sie nicht immer neue machen muss. Klingt nicht so, als hätte sie was damit zu tun. Warst du auch schon bei Lasse? Nein, noch nicht. Vielleicht hast du bei ihm ja mehr Glück. So. Ich will mal jetzt da hochgehen. Gucken, ob es irgendwas auf den Mauern gibt. Sieht aber nicht so aus. Was ist mit auf dem Dach da? Ich bin gar nicht mehr auf die Dächer gegangen. Könnte ja auch sein, dass hier auf den Dächern was ist. Aber es sieht auch nicht so aus. Hier könnte was sein. Nee, auch nichts. Ah, hier ist Bobby. Ich habe deine Flaschen bewacht. Hä? Die Flaschen. Erinnerst du dich nicht mehr? Ach, die brauche ich nicht mehr. Und warum habe ich mir dann die Arbeit gemacht? Weil es Spaß macht? Vergiss es. Nö. Ja, dafür habe ich mir einen schlechten Ruf eingehauen. Ja, Bobby. Reden wir mal mit ihm, mit Ivan. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Chloe hatte deinen Proviant nicht. Moment, du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Bei Ravak? Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Ich schick den doch nicht los ohne seine Lebensmittel, dann stirbt er noch und ich will ja auch bei den Morcons rein. Ich will zwar nichts mit dem zu tun haben, aber... Hi. Willkommen im Reisenden Schläfer. Wir vermieten unsere Zimmer nur wochenweise. Pro Woche 70 Splitter. Kein Frühstück oder sonstige Gefälligkeiten. Was darf sein? Ach komm. Ich nehme ein Zimmer. Gut. Du kannst das Zimmer im Obergeschoss haben. In einer Woche wird die nächste Miete fällig, falls du das Zimmer weiterhin beziehen möchtest. Ich wünsche einen erholsamen Schlaf. Danke, Mann. Ich habe gerade keine Zeit. Hey. Na bitte, du hast es kapiert. Wag das nicht noch einmal. Tut mir leid. Dafür nehme ich das Klopapier mit, ne? Service. Wer stellt hier Klopapier eigentlich noch her? Das ist jetzt mein Zimmer. Hat sich ja gelohnt. Goldenen Teller, habe ich das Geld direkt wieder rausgeholt.
Okay, es gibt tatsächlich nur zwei Zimmer. Das eine und das da. Und dafür brauchen die Hausmeister. Ja. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier bei den anderen Händlern nochmal reingehen soll. Klar, man kann hier reingehen und gucken. Ist aber alles Diebstahl. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Mit dem haben wir schon mal, ne? Ich glaube, ich hole mir eine gewöhnliche Alphose, oder? Ich habe halt so die Befürchtung, dass irgendwann droppt die einer, ne? Dann wäre das jetzt total dumm, wenn ich mir die halt kaufe, ne? Aber wenn ich mir jetzt ein volles Set hole, ne? Boah, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber die ist auch teuer. Guck mal, es wären 2,40. Oh Gott. 1.440. Und dann, ja, dann bin ich das meiste meines Geldes los. Hätte dann aber einen Alp-Set. Und wäre auf jeden Fall tankiger. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ja, lach mich ruhig aus. Ist okay. So, das heißt, dieser Bereich ist jetzt theoretisch, haben wir durch. Dann gehen wir mal jetzt diesen Bereich machen. Und hier hoch darf ich ja wohl nicht. Wobei doch, hier darf ich. Ich darf hier nicht hoch, ne? So war das. Dann gucken wir uns das alles jetzt mal an. Na, damit man auch mal sagen kann, dass ich hier auch mal geguckt habe und auch den Loot eingesammelt habe. Wir waren jetzt hier schon drin, ohne vorher zu looten. Und sowas mache ich ja eigentlich gar nicht. Guck, direkt Schrotmunition. Hier einer versteckt. So, bei ihm kriege ich die Suppe. Okay. Hier war ich noch gar nicht drin. Gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Hallo? Noch ein Gasthaus oder was? Moin. Auf was? Keine Zeit. Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen. Ja, wenn die Klinge stumpf ist. Ich kenne den Typen nicht. Also das ist anscheinend... Wer nichts macht, macht nichts falsch. Für die Berserker hier und hinten für die Outlaws. Denkst du das wirklich? Der Bescheißer wird zum Beschissenen. Angeblich ist der ganze Trupp draufgegangen. Ideale einfach so reden. Wenn du deine tägliche Ration umsonst haben willst, melde dich draußen bei Skinny, sofern er da ist. Oder kann ich dir irgendwie anders weiterhelfen? Gib mir was zu essen. Worauf hast du denn Hunger? Giftresistenz? Das hätte ich gebrauchen können, tatsächlich. Resistenzrealität? Muckefuck. Resistenzrealität, das finde ich ja cool. Eigentlich kaufe ich immer direkt alle Blueprints, aber ich habe so wenig Geld. Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen. Ich halte mich da raus. Du solltest besser gehen. Woher soll ich denn wissen, dass man da nicht hoch darf?
Mensch. So habe ich das noch nie gesehen. Mann, die stellen sich an. Gut, dann gehen wir jetzt hier in das Haus. Oh, das ist Scrappy. Moin. Es gibt keine Schwierigkeiten. Ich mach gleich Thorhildes Zeug und dann rede ich mal mit Thorhilde und das regel ich schon. Moin, moin. Er wohnt hier. Im Bad draußen. Kein Diebstahl. Dann ist es meins. Wenn kein Name draufsteht, ist es meins. So sind die Regeln. Scrappy verteilt Flyer. So, wem gehört denn hier diese Bude? Der hat sogar einen Briefkasten. Moin. Wer wohnt hier? Mit wem habe ich die Ehre? Hitch. Hey. Dich kenne ich doch. Naja, egal. Mir ist nicht nach Quatschen zumute. Oder willst du hier den Boden schrubben? Nein? Dachte ich mir. Was ist denn los? Irgendein Dreckschwein hat meine Hütte als öffentliches Klo missbraucht. Hat mir eine volle Ladung vors Bett gekoffert. Das ist ja widerlich. Ach was. Und solange ich nicht weiß, wer das war, kann Fenris einen anderen für das Südtor abstellen. Da beschützt man die Leute und zum Dank legen sie dir einen Haufen in die Bude. Frechheit. Soll ich dir einen Eimer Wasser besorgen? Das mache ich schon selbst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, pass auf diese Hosenscheißer auf. Kannst du ihnen nicht beweisen, aber ich wette, dass eines der Plagen schuld ist. Komm nur auf dumme Ideen, weil ihnen niemand den Hintern versohlt. Das könnte tatsächlich aber auch ein Plan gewesen sein. Hat sich einer gedacht, der scheißt dem einfach in die Bude, sodass der das Südtor nicht bewachen kann und die Outlaws da einmarschieren können. Aber wie die das auch immer direkt mitkriegen, ne, wenn man hier oben ist. So, das heißt, wir waren jetzt in dem Gebäude. Da hoch dürfen wir, glaube ich, nicht. Ich rede mal mit ihm. Ob sich Kaya mittlerweile wieder beruhigt hat? Ich habe keine Zeit. Okay, hier hoch darf ich doch. Darf ich dir mal was zeigen? Einen richtigen Hasen? sicher doch. Sicher doch. Klasse. Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Ach, daher weht der Wind. Ja, ja, jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Oh, jetzt geht's los. Ich darf da gar nicht mehr hin. Aber nun bist du ja dabei. Ich fange schon jetzt an, es zu bereuen. Keine Sorge, Onkel. Onkel? Ich bin jetzt der Onkel. Hast du dem da hingekackt? Hat's schon gelohnt, mit der hinter die Hütte zu gehen. Da sind wir. Jetzt bist du sprachlos, was? Und? Sag schon. Worauf willst du hinaus? Ich sehe nichts. Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Du meinst Zigaretten? Ja.
Sag ich doch, Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Die sind voll labbrig. Ich sag doch, die haben das geplant, dann haben die den dahin gekackt, damit er das Tor nicht bewacht. Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ist ja gut. Die fasse ich bestimmt nicht an. Das ist doch alles... Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Boah, immer muss man alles erklären. Warum raucht jemand so viel? Hier hat jemand gewartet. Genau das denke ich auch. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Warum tut jemand das? Weil derjenige etwas stehlen wollte. Hitch, wurde aber nichts geklaut. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Auf den Boden gekackt. Wenn du alles besser weißt, wozu brauchst du dann mich? Du sollst mir sagen, dass ich recht habe. Das ist so passiert, das glaube ich auch so, hundertprozentig. Kann schon sein, dass es so passiert ist. Es ist so passiert. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Ich komm mit. Was willst du, Rotzlöffel? Habe ich dir nicht klar zu verstehen gegeben, dass du dich vom Acker machen sollst? Aber ich kann dir helfen, herauszufinden, wer das in deiner Hütte war. Warst du, Göre, etwa wieder hinter meinem Haus? Ja, aber nur weil ich... Zum letzten Mal. Geh spielen. Ich habe keine Zeit für deine Albernheiten. Keine Zeit, Onkel. Lass mich meine Arbeit machen. Ich kann mich nicht einmachen. Was? Das ist nicht gut. Das Südtor ist das hier. Hier ist kein Teleportpunkt. Ich mache mir jetzt tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass da jetzt einer reinkommt. Das läuft doch nach deren Plan. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich gehe jetzt nochmal zu Fenris. Okay, da gehe ich auch hier rüber. Und dann sage ich dem das mit dem Südtor. Ich hoffe, ich kann es ihm sagen. Wäre doof, wenn nicht. Wo war das nochmal? Da hinten, ne? Okay, kann ich nicht. Shit. So, das ist der obere Teil. Hier darf ich nicht rein. Halt! Nur ehrenwerte Bürger oder Leute mit einer direkten Einladung des Warlords Red haben Zutritt zum oberen Teil des Forts. Wenn du keinen guten Grund hast, kann ich dich nicht durchlassen. Ich werde jetzt auch keine Splitter dafür opfern. Ich will aber wieder den richtigen Weg gehen, deswegen porten wir uns dahin oder wie machen wir das? Lehrer für Trophäen. Finde ich nicht schlecht, kann ich mit Geld machen.
War hier nicht auch mal ein Teleporter? Na gut, wenn ich das nächste Mal rausgehen kämpfen muss, muss ich dran denken. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Aber dass das hier mit... Warte, habe ich einen Quest vielleicht bekommen? Hat die mir einen Quest gegeben? Leider keinen Quest bekommen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher... Ich habe keine Zeit. Dass wir das auflösen könnten. Die Frage ist auch, soll ich lieber Kaya mitnehmen, damit ich ein bisschen Punkte bei ihr sammeln kann? Ne? Ja, also ich habe ja eben auch gesagt, ich mache wieder alles durcheinander, ne? Der Typ hat ja gesagt, dass Kaya sich vielleicht beruhigt hat. Und wenn ich den jetzt gekillt hätte, dann wäre die bestimmt richtig sauer auf mich. Deswegen war vielleicht gut, dass wir ihr Zeit gelassen haben. Geht's dir gut? Na klar, danke. Mitkommen. Alles klar. Gut. Aber sie will immer noch, dass der Verräter stirbt. Zeig mir etwas von... Wohnraum umgeschalten, viel zu teuer. Kann sich auch keiner leisten. So. Kaya ist wieder am Start. Nimm mir ab. Vielleicht eine Achievement bekommen. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hier weiter. Also bis dann. Ciao!